Mein heutiger Gast, ein großartiger Kollege, Schauspieler, Musiker, jetzt auch Autor. Das wirklich wahre Leben ist der Titel seiner Autobiografie. Herzlich willkommen, Olli Dittrich! Das war doch okay für dich, dass ich auch nur kurz auf das Buch von Wolfgang Lippert, Lippi, Bekenntnis hinweise. Ja, na sicher. Oder? Ja, also ja? Wenn das besser läuft, werde ich auch dafür sorgen, dass der Umschlag auf mein Buch kommt. Wir haben uns vorhin gerade kurz begrüßt und da stellte ich fest, du hast eine schon wieder so eine Mini-Studie drauf, Felix Magath. Felix Magath? Ja. Ja, weil der hat mich verwirrt, der Mann. Ja. Weil er war innerhalb einer Woche noch mit dem blauen überzeugten Schalke-Siegel auf der Jacke. Genau. Und dann fast, glaube ich, in denselben Nachrichten noch eine Pressekonferenz, wo er eine grüne Krawatte trug. Ja. Ja. Und wahrscheinlich Schnellumzug hinter der, ich glaube auch, hinter der Werbewand. Ja. Und was war das, was du beobachtet hast? Wie war die Bewegung? Wir standen. Das hattest du gemacht. Nein, ich habe nur so eine Geste gemacht und du. Ja, und das war eine Magath-Geste. Und wie war die Geste? Die war ja so. Wenn er irgendwie gefragt wurde, ja. Nach ihm, ja, ich weiß auch so, ja. Ja, ja. Er ist ja Franke. Ja. Aus der Nähe von Aschaffenburg, doch. Ja, das ist leicht geht aber auch leicht was, ja, Hessisches, ist noch so ein bisschen mit Nei. Hast du die Anekdote gelesen, die er erzählt hat über Branko Cevec? Dass Cevec die Spieler im Kreis laufen ließ und einfach eine Handvoll Kieselsteine nahm und immer wenn die Runde vorbei war, ließ er einfach einen Stein runterfallen. Und dann? Und dann mussten die laufen, bis die Hand leer war. Und was ist, wenn das viel, viel weniger Spieler als Steine waren? Dann stand er da noch 2 Stunden, oder? Nein, es hat nicht mit der Anzahl der Spieler zu tun, es ging nur um die Runden. Aber wenn er jetzt noch mehr Steine in der Hand hat übrig und die Spieler sind alle schon durch? Wieso durch? Naja, schon durch halt. Oder geht das dann wieder von vorne los? Nein, die Spieler laufen ja im Kreis. Wenn du 24... Wenn du also lauf. Branko Cevec hat 14 Steine. Ja. Das habe ich, alles schon verstanden. Es laufen 13 HSV-Spieler. Genau, wie alt ist der Kapitän? Genau. Ja. Was ich jetzt mal fragen wollte, ist sowas bei dir eigentlich spontan oder geschrieben? Ja, das frage ich mich bei dir auch immer. Wirklich? Ja. Nein. Doch. Ach. Du machst das immer noch so aus der Hüfte. Nein! Spontan. Alter Schatz von Rudi. Von Rudi. Wir müssen immer Küsschen machen in Köln, das ist so die Milovic-Geste. Wenn über einen Verblichenen gesprochen wird, sagen wir immer Rudi. Und du kennst den Schatz von Rudi? Welchen? Der berühmte, aber den hat er auch von Kurt Felix. Nein, ich will zu Brühe. Willst du Brühe? Das ist ein Insider, das versteht keiner. Das sollten wir kurz erklären. Rudi Selig. Rudi also Carell übrigens. Rudolf Weibrand Kesela hatte zu Hause eine. Er hat in seinem Landgasthof hatte er einen Automat, so wie wir ihn alle aus der Schule kennen. Ich hatte auch Erinnerungen an so einen Automat, im Übrigen auch in diesem Buch erwähnt. Ah. Im Gymnasium damals, und zwar gibt es dort Schokolade zu trinken, Kaffee. Schmeckt toll, ist glaube ich die pure Chemie, schmeckt aber super. Genau, und irgendwann schmeckt alles gleich, weil ganz rechts außen es auch noch Hühnerbrühe gibt. Und diesen Automat hatte Rudi in seinem Anwesen? Ja, und zwar eigentlich nur, weil er die Hühnerbrühe gut fand. Den Rest hat er, glaube ich, nie getrunken. Ah, okay. Und da war ich mal bei ihm und dann sind wir an diesem Automat vorbeigegangen. Er so vor mir weg und dann, willst du eine Brühe? Und seither ist es praktisch ein Privatjoke zwischen uns. Ja. Wische Brühe. Wische Brühe. Ja. Ja. Ja, und noch unten eine Warnung, die generell immer an Kollegen gilt. Er muss aufpassen. Ja, muss ich aufpassen. Ja. Du weißt, was mit Ulla passiert ist. Oder? Ulla, 6 Wochen. Ja, also damals, als Ulla eine Late-Night-Show hatte. Ulla Quark anbringt. Ja, und wo waren wir stehen geblieben jetzt? Ach so, mit dem Geschrieben. Ach so, und der Satz von Rudi, den er aber von Kurt Felix hatte. Okay. Ja, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du vorher was reingegeben haben. Das stimmt. Pinocchio hatte ja einen Ast im Ärmel. Pinocchio? Ja. Einen Ast im Ärmel? Er spielte mit gekartetem Zinken. Kleiner Scherz, Harald, zwischendurch. Das ist aber schön, gekarteten Zinken. Sind das alles denn Sachen, nein, die auch... Die stehen da nicht drin, aber viele andere lustige Anekdoten natürlich. Ja. Ist das, du hast das Buch mit einer Journalistin, ich habe ein eigenes Exemplar hier. Wir können auch mal Fotos zeigen, denn das ist natürlich schon, das werden kaum...
das sind ja auch Bilder, die wir noch nie irgendwo gesehen haben, oder? Noch gar nicht gesehen. Also ich habe mit der Journalistin Anne-Amiri Siemens Interviews geführt. Das ist die Basis dieses Buchs. An vielen verschiedenen Orten, von meinem Gymnasium angefangen über das Olympiastadion in München bis hin zu meinem, keine Ahnung, allen möglichen Orten, die irgendwas mit meinem Leben und mit meinem Beruf zu tun haben. Und diese Interviews sind als Basis sozusagen von 5 Kapiteln da drin und viele Anekdoten und Geschichten, die ich geschrieben habe. Und vor allen Dingen, ich habe fast 4000 Bilder durchgeguckt und aus meiner Zeit früher in den 70ern, als ich angefangen habe, Musik zu machen, bis hin eben heute zu Sachen mit Wiegald und quer durch den Garten. Lauter sehr seltene Sachen. Du bist im Grunde der penibelste und präziseste Arbeiter und Vorbereiter, den ich kenne. Und da hast du wahrscheinlich x-fach die Bilder wieder angeguckt, wieder verworfen, wieder andere aus, oder? Ja, naja. Schau mal hier, der juvenile Olli Dittrich. Das sieht eigentlich aus wie so Rockbands in dieser Zeit, oder? Ja, das ist auch die Zeit. Also das dürfte so Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Da gibt es auch eine Geschichte dazu im Übrigen. Und zwar, wie ich verliebt war in ein junges Mädchen, mit der ich verabredet habe im Fußgängertunnel in Hamburg-Langhorn, am Langhorner Markt, dass wir jetzt miteinander gehen. Ja. Und wir waren verabredet auf einem Samstag und dann bin ich da auch hin und hatte eine Gitarre mit. Die habe ich so lässig über meine Schulter gelehnt, weil ich das mal auf so einem Daniel Girard Cover gesehen habe, dass das irgendwie cool aussieht. Butterfly, genau. My Butterfly. Jeder Tag mit dir war schön. Genau. Und er hatte auch diesen Schlapphut auf. Man hat ja damals einen Franzosen, das war Daniel Girard. Daniel Girard im Fernsehen. Oder Mireille Mathieu. Der Schwarze war Roberto Blanco. Und der Grieche war Costa Cordalis. Wir brauchen keine Idee. Nirosta Cellulitis hast du ganz vergessen. Wen? Nirosta Cellulitis. Wer ist das? Gerade erfunden. Nirosta Cellulitis? Ja. Ich kenne nur Placebo Domestos. Das ist auch nicht schlecht. Ja, auch ein guter Mann. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So. Und guck mal hier. War das dein erstes Plattencover? Das war meine erste Single. Ist das nicht schön? Ich bin 18. Der Saal tobt, oder? Ja. Aber Sie wissen auch nicht, was da drauf zu hören ist. Nämlich viele Philly-Sound-Geigen, die in dieser Zeit modern waren. Das war ja so diese Zeit, in der auch Marianne Rosenberg zum Beispiel die großen Hits hatte. Das war so dieser Sound. So, nicht? Ja. Hier Fußball mit Deep Purple. Das war noch die Originalbesetzung von Deep Purple. Genau, da war ich bei der Polydor in der Zeit. Hier auch mit Mini-Plee. Sehr schön hier nebenan. Ist hier, egal. Jetzt einmal hier mit Mini-Plee. Da habe ich mir andere mal. Seite? Ja, ist egal. So, das schaffen wir schon. Ja, Italien. Ne, da habe ich so eine Mini-Plee gehabt, weil ich dachte, das ist irgendwie cool. Ich war ein solcher Hungerhaken, das ist nicht zu fassen. Und daneben das Bild, das war so ein Promi-Kick mit Leuten von Deep Purple. Das ist Roger Glover da hinten, das ist Richie Blackmore und das bin ich. Wahnsinn. Und Roger Glover kam auf den Platz mit einer Bierbuttel und einer Zigarette in der Hand. Nein! Ja. Wie Mario Basler dann später. Ich dachte schon Mario Barth. Nein. Ich finde, wir sollten mal einen kleinen Ausschnitt lesen, damit man einen Eindruck kriegt. Und sehr schönes, wie gesagt, viele lustige Anekdoten und spaßige Geschichten. Ein sehr schönes Kapitel ist Uwe. Ja. Und wir lesen das mal, wie man so sagt, mit verteilten Rollen. Ne? Also ich fange an und dann liest du weiter. Ja, ja, ist gut. Sollen wir machen? Ja. Uwe, 13. Februar 1965, 17.17 Uhr, Volksparkstadion Hamburg. Wie in Zeitlupe schleicht meine Mannschaft mit leerem Blick und Butter in den Beinen nach 90 Minuten vom Platz. Im weiten Rund gespenstische Stille, versteinerte Gesichter, Tränen der Ohnmacht, Fassungslosigkeit. Der eisige Wind fegt über den gefrorenen Rasen, verteilt die heruntergeworfenen Sitzkissen wie Spielkarten eines Verliererblattes auf der Tartanbahn. Der Stadionsprecher verliest monoton, aber mit zitternder Stimme die Endstände der restlichen Bundesliga-Partien. Nur mit Mühe und letzter Kraft kommen die Zahlen bleischwer über seine Lippen. In seinen leblosen Worten schwingt tiefe Trauer. Hamburg, die Weltstadt, wurde soeben von einer Katastrophe heimgesucht. Heimniederlage mit 0:4 Toren, in Worten 0:4. Und das auch noch gegen Werder Bremen. Ausgerechnet Werder. Und ausgerechnet an einem solchen Tag, an seinem Tag. Denn Uwe Seeler, der beste deutsche Mittelstürmer aller Zeiten, wollte sein 500. Ligaspiel feiern. Mit uns vor 55.000 Zuschauern ein Fußballfest erleben, vielleicht 2, 3 Kopfballtore machen, für die Galerie noch 1 per Fallrückzieher, in der 87. Minute nachlegen und zeigen, dass der beste Fußball aus Hamburg kommt. Doch daraus wurde nur nichts. Stille in der Kabine. Ratlosigkeit, Verzweiflung. Es musste etwas geschehen. Das Training in der folgenden Woche verlief routiniert. Man wusste, was auf dem Spiel steht. Ein Auswärtssieg musste her gegen die Eintracht Frankfurt. Klare Sache, scharte Auswärtsen. Motiviert und entschlossen fuhren wir an den Main, um zu gewinnen. Doch es kam alles noch viel schlimmer. Ich werde nie diesen knüppelharten, zugeschneiten Acker im Waldstadion vergessen und das plötzliche, merkwürdige, unpassende Geräusch, das wie ein Peitschenschlag unseren Angriff auf das Frankfurter Tor beendete. Da lag er.
und neben ihm sein Fuß. Uwes Achillessehne war durch. Das war das Ende für Hamburg, für den HSV und lange Zeit auch für ihn. Und wie sie den Mann mit der Nummer 9 dann auf der Bahre raustrugen, diesen Soldaten des Flutlichtlederballs, da wussten alle, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Und dieses Wunder geschah. Als ob der Fußballgott Regie führte, schob Trainer Georg Gavlicek wie in Trance einen jungenhaften, schmächtigen, blonden Mann an den Spielfeldrand. Niemand kannte ihn. Aus der Reserve. Noch nie in einer Bundesliga-Partie dabei gewesen. Während Uwes Transport vom Rasen in die Katakomben hatte er sich warmmachen müssen, eilig und unbemerkt seinen Trainingsanzug abgelegt und an der Außenlinie artig Aufstellung genommen. Jetzt war er im Spiel. Für Uwe, sein großes Idol. Und was dann geschah, war so unfassbar. Das hatte selbst der routinierte Radioreporter des NDR noch nicht erlebt. Hören wir doch einmal in die Original-Rundfunk-Reportage rein. Einwurf Giesemann auf Kobion, Kobion ruhig, fast zulässig. Rückpass auf Schulz, Schulz mit Übersicht, leichter Trab Richtung Mittellinie. Stoppt den Ball, überlegt, Querpass auf Kurt. Kurt rutscht aus, rappelt sich, aber schlänzt im Fallen das Leder auf die linke Seite. Da wartet Kobion. Was will er denn da? Ja, naja, was soll's? Der HSV weiter den Ballbesitz, leichtes Dribbling außen vorbei, nochmal gut gegangen. Aber trotzdem, diese Fummelei, die sollte Kobion lassen. Ja, und als ob er meine Worte gehört hätte, gibt er ab, raffiniert geschoben auf Giesemann. Giesemann halb hoch mit viel Glück nach links, 20 Meter Pass auf Charlie Dörfel. Ja, und der überlegt nicht der lange Charlie, renn, nun mach doch, Junge, ja, und der Charlie rennt, oder besser, er glitscht bis an die Eckfahne, und jetzt müsste die Flanke kommen, und die Flanke kommt wie schon so oft in die Mitte, direkt vors Tor, auf Uwes Kopf, doch da ist ja gar kein Uwe, kein Uwe ist da mehr, kein Uwe, da ist, ja, wie heißt er denn jetzt, dieser Neue, da ist erster Ballkontakt in diesem Spiel, da ist, und er steigt wie ein Adler hoch, dieser dünne Mann, das ist, und er nimmt den Ball Volley rechts her, das gibt es doch gar nicht, er hämmert ihn oben ins rechte Eck, unhaltbar, Tor für den HSV, 2:1 durch Dittrich. In diesem Moment wurde das Spiel durch eine infernalische Detonation unterbrochen. Grund? Mir war es soeben im Schlaf gelungen, mit meinem rechten Hammer, an dem ich auch nachts zum Pyjama HSV-Stutzen sowie Adidas Uwe-Fußballstiefel trug, das am Ende meines Bettes positionierte Regal zu zerlegen. Dreimal Latte, zweimal Posten sozusagen. Und das mit nur einem Schuss. Das ist gelungen. Hast du früher immer gehört, heute im Stadion? Nee. Diese Rundfunkreportage-Konferenz, ja, der ARD? Heute? Nein, früher. Ja, klar. Ja, na klar. Ja, Fußball. Sehr gut, ja. Dieses Trainerkarussell im Moment. Ja, das ist großartig. Und wir haben etwas, was dir gefallen wird. Denn Christoph Daum, einer der Großen, ist zurückgekehrt. Und wir haben von den Kollegen von 1 Live, dem Power-Hörfunksender hier im WDR, die haben eine Toncollage gemacht. Und da haben die uns geschenkt. Und wir haben da ein bisschen Bilder drüber gelegt. Und das ist toll. Ja. Das hören wir heute mal ganz sanft zum Ausstieg. Großartige Passagen, original von Christoph Daum, von Rainer Kallmund, Uli Hoeneß und die letzten Worte. Könnte ich vielleicht nur ganz kurz noch rasch anfügen, ja, dass der neue Trainer, wie ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, von den Bayern zum Beispiel Gutenberg sein könnte. Ja. Weil das passt ja gut, weil für beide ist ja in diesem Jahr der Titel futsch. Ja? Okay.